Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video auf Langophilia. In diesem Video geht es um die Aussprache des albanischen R's. Ich habe bereits ein Video zum albanischen Alphabet gemacht, das könnt ihr hier gucken. Dort habe ich das R bereits kurz erwähnt, aber wie gesagt, in diesem Video geht es nochmal detailliert um die Aussprache des albanischen R's, weil es verschieden ausgesprochen werden kann. Deswegen wollte ich direkt ein Video diesem Buchstaben widmen. Ich habe auch eine Playlist zum Gägischen, zum Albanischen, wo ich alle meine Videos versammelt habe. Dort könnt ihr nochmal reingucken und euch die anderen Videos angucken. Ich habe bereits Videos zu den Zahlen gemacht, zu Obst und Gemüse, zu Tieren und zu verschiedenen Themen der albanischen Sprache, wie es im Kosovo gesprochen wird. Also, wenn euch das interessiert, dann guckt euch bitte hier oben meine Playlist an, die nennt sich Gegnishtja. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meine Videos anguckt, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr dieses Video liked und vielleicht auch einen Kommentar hinterlasst. Es freut mich immer sehr, von euch zu hören. Also lasst uns jetzt mit dem Video anfangen. Ich habe mir ein paar Wörter rausgesucht, an denen ich die Aussprache des albanischen R's demonstrieren möchte. Fangen wir an mit dem Wort für 4. 4, die Zahl 4 sagt man auf Albanisch Kotr. Kotr. Zumindest sage ich es so. Dort haben wir ein R ganz am Ende des Wortes und das kann verschieden ausgesprochen werden. Es hängt von der Region ab, vom Dialekt im Kosovo, wie es ausgesprochen wird. Ich spreche es wie ein R aus, ein R. Linguistisch nennt man das einen alveolaren Flap, R. R, das hat man auch zum Beispiel im Spanischen, im Italienischen oder auch im Süddeutschen, im Bayerischen und im Fränkischen zum Beispiel. Und so wird das, glaube ich, auch von den meisten Kosovaren ausgesprochen, würde ich behaupten. Das ist jedenfalls meine Beobachtung. Also ein R, R, Kater, Kater, Kater. Das ist meine Aussprache und das ist ein R, ein leicht gerolltes R, würde ich sagen. R. Und das wird an der gleichen Position im Mund gebildet wie auch das D, N oder L. R. Das heißt an dieser Stelle im Mund, weit vorne, kurz vor den Zähnen. R. R. Ich blende euch jetzt nochmal ein Beispiel ein von einer anderen Sprecherin, die es genauso ausspricht wie ich. Kater. Kater. Ja, da haben wir es nochmal gehört. Sie spricht es genauso aus wie ich. Kater. R. R. Aber es gibt noch eine andere Variante, die im Süden und im Südwesten des Kosovos, auch in großen Teilen Albaniens, so ausgesprochen wird. Das ist das retroflexe R. R. Das hört man auch, aber es ist, glaube ich, im Kosovo seltener zu hören als das R, R. Aber das gibt es auch und deswegen habe ich hier eine Sprecherin für euch, wie sie die Zahl 4 ausspricht. Kotr, Kotr. Also, da konntet ihr wahrscheinlich hören, dass es ganz anders klingt. Kotr, Kotr. Irgendwie so. Ich bin nicht daran gewöhnt, ich spreche es normalerweise nicht so aus. Ich finde es ein bisschen schwieriger als das R, R. Aber so kann man es auch aussprechen und es ist genauso gut. Dieses andere R, R, das wird etwas weiter hinten im Mund gebildet und das klingt so ähnlich wie das Englische. Tatsächlich gibt es dieses R auch im irischen Englisch. Das normale Englische, was man zum Beispiel aus England kennt, das ist ein bisschen anders. Das gibt es aber im Albanischen auch bei manchen Sprechern, also das R, R. Wenn ihr das also schon beherrscht, könnt ihr einfach das verwenden und das würde wahrscheinlich auch natürlich klingen. Das andere jedoch, das R, R, das klingt sehr ähnlich, ist aber ein bisschen anders und das nennt man linguistisch einen retroflexen Flap, während das Englische ein Approximant ist, ein R. Und das andere ist ein bisschen anders, das ist R, R. Vielleicht hört ihr den Unterschied, für mich klingt es teilweise auch sehr ähnlich und ich habe teilweise auch Schwierigkeiten damit, das auszusprechen, deswegen präferiere ich das R. R. Das fällt mir persönlich leichter. Ich habe noch ein anderes Beispielwort und zwar das Wort für alle oder alles, das heißt Kreid. Kreid. Ich habe jetzt nochmal die erste Sprecherin, wie sie das ausspricht. Kreid. Kreid. Sie spricht das also genauso wie ich aus. Kreid. Kreid. Mit dem R. Und hier kommt nochmal die zweite Sprecherin, die es aber anders ausspricht. Kreid. Kreid. Hier habt ihr gehört, sie spricht es so wie Kreid aus. Kreid. Kreid. Ich kann es wahrscheinlich nicht so gut imitieren, es fällt mir schwer, aber ja, das kann man auch so sagen. In anderen Stellen wird das R aber eigentlich immer wie ein R ausgesprochen, auch von der anderen Sprecherin. Das heißt, wenn wir zum Beispiel das Wort quetschen nehmen, das Verb quetschen, das heißt auf Albanisch mështrydh, mështrydh. Und da haben wir das R, das R, nach einem T. Da wird es eigentlich von jedem Sprecher, wie ich es beobachtet habe, wie ein R ausgesprochen. Ich zeige euch jetzt erstmal die erste Sprecherin. Mështrydh, mështrydh. Sie spricht es so wie ich aus, mështrydh. Die zweite Sprecherin aber auch. Hört mal genau zu. Mështrydh, mështrydh.
Also, wie ihr hören konntet, ist es auch bei der zweiten Sprecherin so wie bei mir oder der ersten Sprecherin. Also meshtrydh mit einem R. Das heißt, die Aussprache des albanischen Rs hängt auch wirklich von der Position im Wort ab. Außerdem gibt es im Albanischen noch ein anderes R, das wird mit zwei Rs geschrieben. Das doppelte R, das ist ein Trill, ein R, R. Das heißt, so wie das andere, was ich vorher schon erwähnt habe, das R, aber mehrmals schnell hintereinander ausgesprochen. Nicht nur ein R, sondern mehrere R, R. Das wird an derselben Stelle im Mund gebildet, aber wie gesagt, man muss es praktisch länger aussprechen oder mehrmals hintereinander. R, R. Das gibt es auch im Italienischen, im Spanischen, auch im Süddeutschen, im Bayerischen oder Fränkischen oder auch in Österreich würde ich annehmen oder in der Schweiz. Das heißt, wenn ihr daher kommt und vielleicht, ja, das so bereits aussprecht, könnt ihr das einfach übernehmen. Das wäre super, weil das wird auch so von allen Albanern eigentlich ausgesprochen, überall. Ich habe noch keine andere Variante gehört. Also das doppelte R wird immer wie ein R ausgesprochen. Egal wo, in Kosovo oder in Albanien oder in Mazedonien etc. Ich habe mir dafür wieder ein Beispielwort herausgesucht, das Wort für Mann. Das heißt Bur, Bur. Und das wird jetzt erstmal von der ersten Sprecherin ausgesprochen. Bur, Bur. Also wie ihr hören konntet, sie spricht das so wie ich aus. Bur, Bur mit dem R hinten. Und dasselbe ist auch so bei der zweiten Sprecherin. Bur, Bur. Also wie ihr hören konntet, jeder spricht das gleich aus. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Das war mein Video zu der Aussprache des albanischen Rs. Wenn ihr Schwierigkeiten damit habt, kann ich es voll verstehen. Ich konnte das R anfangs auch nicht aussprechen. Ich hatte sehr schlimme Schwierigkeiten damit. Aber Übung macht den Meister. Man muss sich einfach sehr viel anhören. Ihr braucht viel Input, sei es Musik oder Fernsehsendungen. Ihr müsst einfach hören, wie das ausgesprochen wird und es versuchen zu imitieren. Einfach üben, üben, üben. Übung macht wirklich den Meister. Ihr müsst es so oft wiederholen, wie ihr könnt. Und ja, versucht es so gut wie möglich auszusprechen. Sonst, wenn ihr ein deutsches R sagt, damit würde man euch auch verstehen. Also das ist kein Problem. Macht euch darüber keine Sorgen. Ich hoffe trotzdem, mein Video hat euch geholfen. Wenn es euch geholfen hat, könnt ihr ja einen Kommentar hinterlassen. Es würde mich freuen, ob ihr das albanische R bereits aussprechen könnt. Like das Video, abonniert meinen Kanal für mehr Videos zur albanischen Sprache im Kosovo in der Zukunft. Vielen Dank für euren Support und wir sehen uns beim nächsten Mal auf Lango Filia.